Tait wurde im Flüchtlingsheim von radikalen Muslimen bedroht. Ihm wurde sein Taufkreuz abgenommen und seine Bibel zerrissen. Dieser junge Mann wiederum berichtet von Prügel, weil rauskam, dass er christlichen Glaubens ist. Volker Kauder im Gespräch mit einer Gruppe aus dem Irak geflohener Christen. Sie möchten unerkannt bleiben aus Angst vor weiteren Repressionen. Auch wenn es Einzelfälle sind, die allerdings sich in der letzten Zeit etwas gehäuft haben, bleibt es ein nicht hinnehmbarer Zustand, dass Christen, die geflohen sind aus Syrien beispielsweise, hier in Flüchtlingsheimen wiederum attackiert werden, nur weil sie Christen sind. Das oft mehrheitlich arabischstämmige Aufsichtspersonal in den Unterkünften, so die Schilderungen, schaue meist einfach weg. Es wurde vorgeschlagen, Christen in Heimen gesondert unterzubringen, allein unterzubringen. Das ist die falsche Botschaft, weil wir wollen ja Religionsfreiheit in unserem Land. Die Unionsfraktion fordert deshalb, das Aufsichtspersonal möglichst gemischt zusammenzusetzen, wo Männer und Frauen, Christen und Muslime, Araber und Europäer gemeinsam für Ordnung sorgen, ist die Gefahr wesentlich geringer, dass einzelne Gruppen bedrängt werden. Außerdem müsse darauf geachtet werden, dass Christen oder Jesiden in größeren Gruppen untergebracht werden, betont der Unionsfraktionsvorsitzende. 3 Christen und 300 Muslime in einer Einrichtung ist ein schlechtes Verhältnis, aber 30 Christen oder 40 zum Beispiel in einer Einrichtung, die haben dann schon mehr Möglichkeiten, auch sich zu wehren und aufeinander aufzupassen. Und das muss jetzt umgesetzt werden.